Hallöchen und herzlich willkommen zu Tribes of Midgard. Ich kann den Hals ja nicht vollkriegen und zwar werde ich jetzt hier auch noch eine Solo-Runde starten. Wir haben es im Stream hier schon mal angezockt, ich zusammen mit dem Q-So. Haben richtig auf die Fresse bekommen, niemals über Tag 3 gekommen. Ich werde es tatsächlich nochmal im Einzelspiel probieren, ob ich es schaffe, mal ein bisschen weiterzukommen. Ich finde es schon recht schwierig, man muss nur den richtigen Kniff rauskriegen, wie es dann vorangeht. Da schauen wir mal, ob wir das diesmal hinbekommen. Ja, wie ich immer sage, kurze Rede, langer Sinn. Rein in ein neues Spiel. Ich bin sehr gespannt. So. Ich starte mit Schwert und Schild. Ach, kein Werkzeug, Moment. Schwert und Schild. Wir besorgen uns erst ein paar Ressourcen, damit wir Werkzeug bauen können. Ich hoffe, hier fliegt ein bisschen was rum. Oh. Ein Feuerstein wäre noch ganz nice. Wenn hier noch einer rumliegen könnte, dann könnten wir uns direkt Werkzeug im Dorf bauen. Aber wie ich mich kenne, wird das erstmal schon wieder ein bisschen schwierig. Ach, komm schon. Da. Junge, Junge. Können wir gleich durch die Tür rein. So, die ersten Gegner weggeputzt. Ab und zu tappe ich mal raus aus dem Bildschirm. Das ist mal ein bisschen übel, wenn ich so hektisch kämpfe. So, wir gehen hier erstmal zur... wo ist denn da? Harpadugunni, Vad Abom, Nei. Wir haben keine Zweige bekommen? Aber ich kann mir doch Zweige aus Holz herstellen, oder? Das ist doch schon wieder ein scheiß Start. Ja. So, wir haben Werkzeug, hat viel zu lange gedauert. Ist ein ganz übler Start. So, hier wäre gleich Feuerstein gewesen. Dann brechen wir mal auf. Papier! So. Das heißt, mit dem Werkzeug können wir jetzt auch Bäume umhauen. Metall und Stein ernten. Bleiben wir ein bisschen auf dem Weg. Das Wertvollste sind tatsächlich... Na. Müssen Holz noch mitnehmen. Ja, genau. Das Wertvollste sind diese Palisaden, weil man schon fertiges Baumaterial bekommt, um dann in unserem Dorf Verteidigungstürme und Tore zu errichten. Ist noch ein kleines Lager, da gibt es ein paar Seelen abzustauben. Na, wie ist er denn so zäh gewesen?
Ein Schatz, den klauen wir uns. Da sind die Seelen drin. Okay. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Wir sind auch ein bisschen ab vom Weg gekommen. Oh. Dann machen wir uns mal hier runter. So, ein bisschen Stein. Zurück auf den Weg, bitte. An den Wegen hast du immer die größten Chancen, auf diese Palisaden zu treffen. Neue Biome zu entdecken. Aua. Das Tümpelland. Neues Biom. Was auch jetzt nicht hundertprozentig ungefährlich wäre. Da wären... Da unten dieser Stern auf der Minikarte. Oh, hier ist ein Händler und ein Wegpunkt, mit dem wir schnell ins Dorf zurückreisen können. Aber er ist jetzt hier noch nicht sonderlich angetan von mir, oder was? Weiter im Tümpelland. Ich hätte gerne noch eine weitere Palisade, wenn es geht. Wenn wir Glück haben. Hier ist sogar noch ein Wegpunkt. Hier kommen wir hoch. Keine Palisade. Oh, ein Werwolf. Sehr gut. Wo ist der nächste Händler? Was ist denn hier los? Okay, den Wegpunkt schnappen wir uns noch. Können wir vielleicht hier dann auch mal von hier aus mal weitergehen? Ich sollte zurück. Naja, wir gehen mal zurück. Es wird langsam die Dämmerung kommt. Helmonster werden bald erscheinen. Jede Nacht kommen Helmonster und versuchen unser Dorf zu überfallen. Und den Baum Yggdrasil, der hier in der Mitte steht, zu zerstören. Den müssen wir unbedingt beschützen. Ich werte mal hier ein bisschen was auf. Wir können unsere Händler... Hello. Quasi aufwerten. Zum einen, dass sie bessere Dinge herstellen können. Zum anderen, dass sie auch besser das Dorf verteidigen können. Du musst hier schon echt Gas geben. Also viel Zeit hat man hier nicht. Ihn werte ich nochmal auf. Dann reparieren wir unser Schwert. Und ich würde sagen, wir verteidigen das Dorf. Hier gibt es noch eine Heilerin, die heilt dich. Brauchen wir im Augenblick nicht. Lebenspunkte sind voll, aber wir können noch schnell einen Segenspunkt vergeben. Und da unsere Klasse auswählen. Jawohl, wir machen erstmal Krieger. Da gibt es verschiedene... Erhöht den Schaden mit Schwertern um 10%. Das nehme ich sehr gerne. Und dann müssen wir hier weitergehen. Wir haben noch keinen weiteren Segenspunkt. So. Die Helmonster kommen. Das sind die lilanen Punkte, die auf unser Dorf zumarschieren. Aus drei Richtungen. Oh, oh, oh. Okay, das haben sie geschafft. Den einen da oben werden sie wohl wegkriegen, mal. Ah. Ah. Okay, einen Schuss konnte er abgeben, ist nicht ganz so schlimm. Halt. Oh, hier kommt eine ganze Menge an.
wieder so ein dicker Klops. Okay, die Nacht ist aber gleich schon rum. Am Anfang ist das noch ziemlich easy. Ja, dann stammt da einen weiteren Tag überlebt. Gut. Das heißt, wir sammeln mal die paar Seelen ein, die hier noch rumliegen. Lassen uns ganz kurz heilen. Knapp 400 Seelen ist jetzt nicht die Welt. Aber wir machen uns gleich nochmal auf. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Ja, hier wäre noch ein Lager. Das könnten wir versuchen auseinanderzunehmen. Und ich würde gerne auch noch ein paar Palisaden finden, wenn möglich. Beziehungsweise wir können ja schon mal... Ah, so viel Zeit darfst du eigentlich gar nicht verschwenden. Aber ich würde hier schon mal ein bisschen Turm bauen, mit dem, was wir haben. Einen kriegen wir schon mal fertig. Bogenschützentürme helfen bei der Verteidigung. Wenn du dann noch hier diese Tore baust, werden die Monster aufgehalten und die Bogenschützentürme können einfach drauf losballern. Ist schon ganz nice. So, am besten Palisaden und Lager. Halt. Oder. Man kann auch so ein bisschen durchschlagen. Was? Warum gab... Das war die erste Palisade, die ich zerstört habe, die keine Ressourcen gegeben hat. Buggy oder? Hat sich irgendwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe? Das ist ja richtig ärgerlich. Ja, komm, warte, wir sammeln weiter. Lassen uns nicht beirren. Die nächste Nacht wird schon bald kommen. Ist ein kleines Lager. Scheiße. Oh oh. Boah, den schaffe ich noch nicht. Da habe ich wohl erst bessere Waffen für. Da müssen wir abhauen. Scheiß Lindwurm, den braucht ihr jetzt gar nicht. Dreck. Und er lässt mich auch nicht in Ruhe. Und wir schlagen uns mal hier runter. Schön alles aufsammeln. Gebrauchen können wir alles. Muss man tatsächlich mal einen Heiltrank nehmen mir. Ah. Jetzt die Frage kommt, ja. Man kann sich auch decken, ist aber nicht meine Stärke. Du kannst natürlich beim Looten unterbrochen werden von den kleinen nervigen Drecksäcken hier. Also musst du sie erst alle wegmachen. Kein optimaler Start, aber okay, wir schauen mal, wie es wird. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Bisschen Silber. Mehr Feuerstein. So. Irgendeinen Wegpunkt hätte ich noch gerne, wenn es geht. Leider keine weiteren Palisaden gefunden. Das ist nicht so geil.
schön nochmal Zeug einsammeln. Gucken, was hier noch so geht. Oh, schon wieder so ein Lindwurm. Ich mach die Biege. Oh mein Gott. Ah, ein weiterer Segenspunkt. Und ein Jötun hat Midgard erreicht. Jötuns sind größere Zwischenbosse, die sich langsam auf den Weg zu deinem Dorf machen und das unweigerlich zerstören, wenn du ihn nicht vorher wegmachst. Das heißt, er ist jetzt links unten auf der Karte gespawnt, was auch nicht so gut ist, muss ich mal ehrlich sagen. Mache ich mich hier runter? Wo komme ich denn hier mal? Was ist mir hier lang? Wir müssen eigentlich nur rechts, ne? Rechts sieht es doch noch ganz gut aus. Mist. So ein bisschen suboptimal gelaufen. Ich hätte mich gern noch ein bisschen mehr aufgebaut. Aber ich habe echt zu wenig Lager geräumt und Palisaden weggeknallt. Das ist nicht so geil. Bauernhof? Was ist das hier? Holzeinschlag. Diese Teile kannst du hier quasi aufbauen. Mit Ressourcen. Wow. Oh, oh, oh. Immer schön locker bleiben. Okay, wir holen uns noch schnell die Kiste. Der kleine Sack wird uns wieder auf die Nerven gehen, da. Und dann müssen wir auch schon zurück. Unser Dorf wieder verteidigen. So, und zwar im Teleport, den wir Gott sei Dank besitzen. Und hier unten unser Teleportstein. Der bringt uns direkt zurück ins Lager. So, ja, ein paar Seelen haben wir. Oh. Ist so geil. Wir werten nochmal die Tüftlerin auf. Die müssen wir sowieso auf Stufe 3 bringen, um... Hm, scheiße. Eigentlich auch werden. Ach scheiße, ich wollte mein Schwert reparieren eigentlich nur. Hier. So. Verteidigen. Ist klar, was schaffst du alleine? Ich muss los. Hier drüben geht's weiter. Runter. So, ey! Oh, das war doch wieder viel zu langsam, Freunde. Jetzt weiter. Jo.
Zweite Nacht überlebt. Das heißt, wir müssen uns allerdings in der nächsten Nacht schon um den Jötun kümmern. Das heißt, ich hoffe, ich kann mir ein besseres Schwert bauen. Und das wäre schon mal ganz entscheidend. Und zwar hätte ich gerne... Ja. Zumindest mal das Hersenschwert. Oh, ich kann sogar die... Oh, ich nehme die Klinge. Sigins Klinge. Nehmen wir die. Werten den Schmied gleich noch auf. Zu viele Seelen solltest du nicht mitnehmen, weil, wenn du stirbst, sind die weg. Du startest bei 0. Können ja nochmal das aufsammeln, was sie hier haben liegen lassen. Die Burschen von der Nacht. Und dann müssen wir direkt aufbrechen und gucken, was der Jötun macht. Schwert sollten wir vorher noch ausrüsten. Ausrüstungsplatz 1, Ausrüstungsplatz 2. Machen wir schon mal doppelt so viel Schaden. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Heiltränke habe ich 2 von 3. Ja, okay, muss reichen erstmal. Ich habe jetzt noch 400 Seelen. Die hätte ich wahrscheinlich lieber sogar ausgeben sollen, aber... Naja. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hin zu dem Burschen? Der wird irgendwo, entweder gehen wir jetzt hier rüber. Der wird von hier irgendwo kommen. Hier komme ich gar nicht hoch. Aber was? Nee. Das größte Problem ist tatsächlich immer, ihn zu finden. Hier wäre nochmal ein schönes Lager, das würde ich aber jetzt nicht ausräumen. Wir gucken erstmal, dass wir einen Jötun auftreiben können. Weltenbaum ist ein Hirsch abgestiegen. Tatsächlich gibt es hier so Events, die ich aber nicht, kann ich tatsächlich nicht übers Herz bringen. So viel Zeit habe ich momentan noch nicht über. Vielleicht kriege ich das später mal hin. Oh, hier ist noch ein kleines Lager. Das ist ja sehr interessant. So, habe ich einen falschen Weg genommen? Komme ich hier irgendwie... Der schwebende Hund! Was ist denn mit der Töle? Jetzt habe ich ihn erwischt. Ich hätte da irgendwo hochgemusst, glaube ich. Na, vielleicht kommen wir da rüber, aber wehe nicht. Das Spiel ist ein Arschloch. Ich komme hier nicht lang. Wasser bedeutet den Tod. Haben es die Wikinger nicht so mit. Alter Schwede, die Map ist schon wieder zum Kotzen. Ich sag, wie es ist, Entschuldigung. Eine falsche Abzweigung genommen und schon wird es echt dünne. Wir müssen zur Nacht wieder in unserem Dorf sein. Unsere Bewohner werden das nicht schaffen, das Dingen zu verteidigen. Alter, ist das weit. Ah, hier. Ah. Okay, hier gibt es auch wieder ein paar schöne Ressourcen zu holen. Mist, der Umweg hat echt viel Zeit gekostet. Oh, oh, scheiße, nein. Okay, das war's.
Ja, mach doch mal fertig, bitte. Habe ich nie aufgepasst. Ich habe so eine. Explosions. Kugel aktiviert und bin nicht rechtzeitig weggelaufen. Jetzt wird's echt knapp. Zu knapp. Wir müssen ja quasi gleich schon wieder zurück. Ich würde nur gerne meine Sachen noch holen. Aber wenn du so durchstartest, dann kannst du es quasi schon abhaken. Bin ich jetzt hier richtig? Naja, ich hätte. Oh Mann, ey. Schade, ärgerlich. Aber egal, ne? Mit jeder Runde lernst du dazu. Mach mal lieber ein bisschen, gib mal lieber ein bisschen Gas. Seelen sind verloren. Zumindest ein Teil meiner Klamotten kriege ich jetzt hier wieder in meiner hübschen Kiste, die ich hier habe liegen lassen. So, dann kann ich zumindest grob orten, wo der Jötun wäre, über mir jetzt. Cool wäre, na, Mann, diese F-Taste zum Aufnehmen. Okay, wir müssen tatsächlich los. Hallo? In der Zeit hätte ich jetzt halt schon, wo ich gestorben bin, den Jötun angreifen können. Ich muss aber wenigstens, kann ich vielleicht noch orten, wo der ist und mich dann hier wegporten. Ja, ich gehe mal hier runter. Der Fallschaden ist halt auch extrem scheiße. Okay, das war richtig schlecht. Das müssen wir dann auch leider. Abhaken als. Nicht so wirklich meine beste Runde. Wir sind zumindest da, um das Dorf zu verteidigen. Ne? Wir haben hier eine Seele auf der Naht. Wenigstens das Schwert noch heile. Da kommt was. Ja. Weil wenn ich ihn jetzt nicht wegballerst, der ist jetzt schon in der Nähe des Dorfes. Dann schaffst du es einfach zeitlich nicht mehr. Oh, da ist schon wer am Baum. Scheiße. Können wir ihn uns aber wenigstens noch mal angucken. Jetzt dürfte man ja wohl finden. Dein Stamm hat einen weiteren Tag überlebt. Sehr gut. Ich gehe noch mal laufen, aber ne, wie gesagt.
Den massigen Zeitverlust, den holst du eigentlich nicht mehr auf. Wenn du es hier schon verkackt hast. Kommt tatsächlich hier über den Weg. Oh, da ist er. Oh Gott, die Frostbeule hatte ich noch gar nicht hier. Hallo? Scheiße, ausweichen. Uiuiui. Scheiße. Hörst du auf? Kleinen Trank gegönnt. Nein, oh Gott. Oh, hat er mit seinem scheiß AOE-Schaden? Da komme ich immer nicht weit genug weg hier. Okay. Ich bräuchte dringend mal eine kleine Heilung. Und ihr seht, er ist fast im Dorf. Oh nein, den habe ich ausgeschlürft hier. Gibt's hier noch einen? Der Jutung kommt. Oh mein Gott, ich brauche Heilung. Naja, nichts in der Nähe. Okay, wir gehen sterben. Versuchen noch ein bisschen Schaden reinzudrücken. Okay, läuft ein bisschen besser. Ach, komm schon. Scheiße. Okay. Oh oh. Der Blutmond erscheint, natürlich. Heute Nacht ist natürlich auch noch Blutmond. Mein Schwert ist kaputt. Ich drücke jetzt nicht mehr so viel Schaden raus. Das ist zu knapp, das schaffe ich nicht mehr. Obwohl er auch nicht mehr so viel hat, ne? Nein, er befindet sich in meinem Dorf. Okay, was liegt da noch? Frostschild-Elixier. Das würde ich schon ganz gern aufheben. Meine Waffe muss ich selbstverständlich auch reparieren. Wir können Level vergeben. Erhöht den Schaden des letzten Combo-Angriffs um 50%. Nehme ich. Haben wir noch einen Segenspunkt? Oh, scheiße. Was ist denn das überhaupt? Erhöht gewonnenes Mana und vermeidet Schaden beim Ausweichen. Probieren wir mal aus. So. Ausrüstung muss ich zwingend reparieren. Ein paar Seelen haben wir jetzt bekommen. Oh, Mist.
Muss mal gucken, ob ich hier irgendwelche Tränke mal loswerden kann. Gesundheitstrank 2. Kann ich das in meine Kiste packen? Oh, wir müssen echt Gas geben. Wenn der Blutmond kommt, muss hier noch ein bisschen was aufgebaut werden. Erstmal die Waffen reparieren. Ausrüstungsplatz 1. Nein. Oh Gott. So, liebe Leute. Das soll es erstmal gewesen sein für Folge 1. In Folge 2 versuchen wir noch irgendwie diesen Blutmond zu überstehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es hinkriegen. Ich habe nicht so viel Zeit für eine Abmod. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.